Der Sohn von Bauer sucht Frau Star Anna Heiser befindet sich gerade in der Autonomiephase und Leon hält seine Mutter mit seinen Wutausbrüchen ganz schön auf Trab. Bauer sucht Frau Bekanntheit Anna Heiser, 33, hält ihre Fans auf Instagram immer auf dem neuesten Stand, dazu gehören auch die Hochs und Tiefs in der Kindererziehung. Sohn Leon, 2, scheint gerade eine spezielle Phase durchzumachen, die Mutter Anna ganz schön auf Trab hält. Anna Heiser erkennt ihn NCIHT wieder, Sohn Leon sagt nur noch nein. Söhnchen Leon scheint gerade ein neues Lieblingswort für sich entdeckt zu haben, und das lautet nein. Das macht den Umgang mit dem jungen Querulanten nicht ganz einfach, gibt Anna offen auf Instagram zu. Gerald bringt jetzt gerade Leon ins Bett und ich muss sagen, ich muss gerade mal tief durchatmen, beginnt die Auswanderin ihre Instagram-Story. Sie berichtet von 1000 Wutausbrüchen, die sie heute bei dem Zweijährigen erlebt habe, was normalerweise nicht üblich für ihn sei. Ich erkenne meinen Sohn nicht wieder. Es ist, als ob auf einmal ein Schalter umgestellt werden würde, sagt die 33-Jährige. Normalerweise sei Leon immer kooperativ, Annas Diagnose. Leon befinde sich in der Autonomiephase und sage nun zu allem, auch zu Dingen, die er sonst gerne mache, nein. Am nächsten Tag meldet sich Anna erneut zu der neuen Phase ihres Sohnes. Leons Autonomiephase ist heute milder. Wir hatten bis jetzt nur 2 Wutausbrüche, updatet die Zweifachmama ihre Abonnenten. Anna und Gerald Heiser, bei Bauer sucht Frau fanden sie ihre große Liebe. Anna Heiser ist vielen Bauer sucht Frau Fans bekannt durch ihre Teilnahme bei der Kuppelshow im Jahr 2017. Hier lernte sie ihre große Liebe Gerald, 38, kennen. Für ihn wanderte die gebürtige Polin sogar nach Namibia aus. Eine Entscheidung, die sich augenscheinlich gelohnt hat. Mittlerweile ist aus der Liebe des Fernsehpaares eine kleine Familie gewachsen. Nach Sohn Leon macht Tochter Alina Marika, die bald ein Jahr alt wird, das Familienglück perfekt. Wie glücklich Anna mit ihrem Gerald bis heute ist, teilt sie immer wieder mit süßen Aufnahmen auf Instagram. So postet sie beispielsweise kürzlich ein Video, auf dem sie mit ihrem Liebsten tanzt und findet dazu berührende Worte. Früher dachte ich, dass Liebe ein Verfallsdatum hat. Heute weiß ich, dass wahre Liebe sich zwar mit der Zeit verändert, aber auch mit jedem Tag stärker wird, wenn man bereit ist, daran zu arbeiten.